Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind live vor Ort. So ein Spiel lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und das ist natürlich eine Partie, die einiges im Angebot bereithält. Helsinki gegen Slavia Prag. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Und das ist der Ballverlust. Nicole Stanciu. Ah, da wäre jetzt Platz. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das könnte die Chance werden. Da verlieren sie den Ball. Die Chance jetzt. Und Tor! Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Wird das eine Torchance? Ja, geht gut dazwischen.
Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Was macht er draus? Nicolas Stanciu. Ball läuft jetzt natürlich hervorragend. Gefährliche Szene. Stark, das war's mit der Chance. Könnte in Konter gehen. Guter Pass. Steil gespielt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da ist die Chance. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Phänomenal! Ohne Worte! Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Sieht gefährlich aus. Klasse Zuspiel. Sie machen das Tor. Immerhin sieht das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne, also klar. Der Angriff könnte was werden. Defensiv machen sie es gut. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Sie machen das Tor, ist es denn zu glauben? Kommen sie hier doch wieder rein in dieses Spiel. Nur noch ein Tor Rückstand. Ins untere Eck geschossen, Torwart ohne Chance.
Also wenn der Ball mit so viel Tempo dahin geht, dann ist er immer drin. Hier nochmal dieser Treffer. Zu 2 also. Da ist alles drin. Nicole Stanciu. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Sie geben den Ball ab. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Guter Pass. Kommt jetzt die Flanke. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Gute Aktion. Da ist die Flanke. Jetzt kann da was entstehen. Schöner Pass. Achtung jetzt. Ich finde, da war einiges drin in den ersten 45 Minuten. 3:2 der Spielstand. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Er hat eigentlich eine gute Leistung gezeigt, hat hier seinen Doppelpack in Durchgang 1 gemacht und trotzdem liegen sie hinten. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Nicole Stanciu. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Ruhiger Spielaufbau. Wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Und direkt zurückgespielt. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Schuss kommt nicht durch. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und die Balleroberung, wichtig. Die Gäste werden wechseln. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Der Pass kommt nicht an, Ball im Aus, Einwurf. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt.
Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und damit sind sie am Ball. Das könnte gefährlich werden. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam. Und jetzt die Chance. Er zieht ab. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effet drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Zu 2 steht's damit. Hier ist einiges los. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Gut gespielt. Ist das die Chance? Das macht der Torhüter gut, er kann erklären. Zwanzig Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gut durchgesetzt, gefährlich. Was für ein Tor! Und der Schuss geht flach rein, da war nichts zu halten. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Konsequenter Zweikampf da draußen. Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Nicole Stanciu. Klasse Pass. Klasse! Und das Tor! Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient.
Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Man kann sich fast festlegen. Das Ding dürfte durch sein und damit sind Sie Ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Absolut kein Zweifel, Wolf. Das war bis hierhin eine gute, eine wirklich überlegene Leistung. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Nicole Stanciu. Oh, da ist er durch. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Die Technik, um so einen auszupacken. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Gute Aktion. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Sie haben das heute super gemacht. Waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren.